Wo kann ich mir das denn angucken überhaupt? Ja, ich hätte RE-TV.de. Auf Facebook, ganz genau. Man kann uns jetzt schon hören. Also von daher, liebe Zuschauer, ihr seht uns noch nicht, aber ihr hört uns, weil wir können hier einfach unser Bommel nicht halten. Wir starten einfach mal direkt mit der Sendung. Ja, ich kann euch oder darf euch ganz herzlich begrüßen hier aus einem mega geilen Studio mitten in Mal oder am Rand von Mal oder mitten? Am Rand von Mal. Am Rand von Mal. Der jetzt gerade was gesagt hat oder alle, die gerade was gesagt haben, zeige ich euch natürlich auch jetzt gleich. Wir haben ein kleines Problem. Wir sind 5 Leute, natürlich Corona-tauglich, Poolnudellängen weit entfernt voneinander. Teilweise sogar der Robin ist uns von außen zugeschaltet. Der ist also ganz Corona-entfernt. Und ich werde euch jetzt einfach mal in Ruhe diese 4 Personen vorstellen. Ich brauche mich ja selber nicht vorstellen. Habe ich überhaupt ein Namenszeichen von mir? Ja, genau. Ich habe mich auch hier namentlich, also Michael Böhm von der RE-TV, Ruhrmacher TV. Ihr kennt mich ja schon, denke ich mal. Und wir sind heute bei einem ganz coolen Projekt in Mal. Ihr wisst, in der letzten Sendung des MoMA habe ich den Säbel euch präsentiert, der ja auch in der Corona-Krise, was ist jetzt mit der Kamera da passiert? Moment. Ich sehe mich jetzt auf seinem Bildschirm von Robin, aber ist egal, ihr seht das noch alles nicht. Auf jeden Fall, während der Corona-Krise hat Säbel einen ganz tollen Song gemacht, der um die Welt zieht. Und ja, die Maler, die sind da nicht, die haben sich gedacht, was direkt in Häuser kann, das können wir schon längst ganz anders. Noch mit viel mehr Leuten, die dabei sind, aber die nicht weltweit dabei sind, sondern die aus dem Fest dabei sind. Und die wichtigsten Leute haben wir jetzt einfach mal vor die Kamera geholt. Und ich stelle sie euch jetzt mal vor. Jetzt muss ich mal eben kurz hier einfach meinen Namen ausblenden. Die Viererkette, wie das so schön hier heißt. So, 1, 2, 3, 4. Jetzt sind alle Leute da. Ich muss einfach nochmal hier switchen, weil ein... Ah ja, muss einmal kurz die Kamera switchen. Also, ihr seht jetzt hier in der Reihenfolge von links nach rechts. Zum einen ganz links den Peter Gesser. Hallo. Der nicht nur die Band Löwenherz, ja in der Band Löwenherz ist, sondern auch Projektleiter des Maleo. Dann seht ihr daneben den Fred Ewelt von den Main Street Studios. Weit gegrüßt. Sozusagen unser Gastgeber und Hausherr hier, der Mensch, der hier mit diesen ganzen elektronischen Spielereien sich auskennt, die ihr im Hintergrund seht. Daneben ist die Dr. Jana Emmerich. Ja, Pianistin steht hier einfach nur. Ja. Stimmt auch. Genau. So, und zugeschaltet von außerhalb, ganz am rechten Rand, rechts außen sozusagen, jetzt, weißt du, alle grinsen hier schon, Robin Alexander Rick, ganz genau. Ich schätze mal, das geht hier immer so, weil wenn man diesen Bandnamen dann, Band Threepwooden Strings. Yeah. Das war gar nicht schlecht. Boah, wie lange habe ich dafür geübt, dass ich das vernünftig aussprechen kann? Ja, und alle zusammen sind bei dem Projekt MWDBD. Das hat nichts mit der Verwaltung zu tun. Das ist auch keine neue deutsche Institution, die sich jetzt wegen Corona gebildet hat. Was das ist, erklärt uns jetzt am besten mal der Peter. Und ich schalte jetzt einfach mal uns beide hier zusammen. Also, da ist der Peter und da bin ich. So, also jetzt sind wir beide sozusagen hier mal zusammengeschaltet. Peter, du warst ja schon mal bei mir auch im Studio, da haben wir über dieses geile Projekt Maleo gesprochen. Ja. Da hast du eine geniale Sängerin mitgebracht, die aber in dem Moment leider nicht singen konnte. Aber wir haben es uns dann ja nachher angehört, was sie gesungen hat. Sandra Westhoff winkt uns hier gerade zu. Nathalie Schlüter-Tipp winkt uns auch zu. Alles Musiker, die wir kennen. Ja. Ich hoffe, da sind noch mehr da, weil ich sehe hier erst einen Daumen hoch. Also da hoffe ich, passiert jetzt noch ein bisschen mehr. Wir brauchen noch ein paar Daumen und Herzchen. Bernd, moin, immer diese Technik. Ja, ganz genau, Bernd. Also, so ist das. Müssen wir nicht nur mit 3 Tasten hast du zu tun, sondern mit ein paar mehr, dann wird es schon schwierig. Aber jetzt mal, Peter, zu diesem Projekt. Erstmal musst du uns natürlich erklären, was bedeutet MWDBD? MWDBD, ja. Ja, toll. Das habe ich geübt, ja. Machen wir das Beste draus, ist die Abkürzung davon. Und ja, ist so die regionale Variante von dem, was Säbel in Recklinghausen bundesweit, europaweit gemacht hat. Und Säbel war auch im Grunde genommen die Initialzündung, derjenige, der uns so die Inspiration für dieses Projekt auf Maler- bzw. Festebene gegeben hat.
Ja, du hast mir ja, als du mir die Vorgeschichte, jetzt haben wir schon drei Daumen hoch, da finde ich schon mal gut, wir entwickeln uns langsam. Du hast mir ja geschrieben, dass ihr dann auf der Suche nach einem Titel auch wart. Ja. Und ich meine, so eine fixe Idee, war das erst so nach dem Motto, ich tue mich mit ein paar Musikern meiner Band zusammen und wir machen irgendwas? Oder war gleich schon wieder, du bist ja eher so ein größer Denker, wie mit Maleo auch, ne? War dann gleich irgendwie so, boah, wir nehmen jetzt mal alle Musiker, die wir im Fest haben oder die wir im Mahl haben? Oder wie kam es, dass ihr dann auf so ein Projekt aufspringen wolltet? Ja, das war erst gar nicht so groß geplant und gar nicht mit dieser Attitüde, wir wollen jetzt wirklich so ein Riesending daraus machen, angedacht. Mir kam irgendwann, ich glaube, das war so Ende März, der Gedanke, nachdem ich auch bei Säbel schon mitgewirkt hatte, da eine Spur eingeschickt hatte, der Gedanke, Mensch, sowas mal hier auf lokaler Ebene zu machen. Und mein erster Gedanke war, den Menschen, der das auch von der Technik her und vom Esprit und vom Gedanken her umsetzen kann, den mal anzu-WhatsAppen. Und das habe ich dann gemacht an dem Abend, habe den Fred direkt eine WhatsApp-Nachricht geschickt mit der Überschrift, hast du Bock? Mhm. Kurz beschrieben, was wir da vorhaben und oder was den Gedanken, den ich im Kopf hatte. Und die Reaktion von Fred war sofort heillose Begeisterung. Und ja, er hatte, glaube ich, auch gleich jemanden neben sich sitzen gehabt, der dann auch auf das Projekt aufgesprungen ist, den Robin, ne, mit dem du da gerade gearbeitet hattest. Ja, und das war so die Geburtsstunde, wo wir gesagt haben, oh ja, das könnte was werden, das könnte eine tolle Geschichte hier für unsere Musiker hier auch im Fest werden. Ja, wir kriegen jetzt gerade hier so ein paar Meldungen rein, dass immer wieder die Verbindung leider unterbrochen ist, immer so Schnipsel rauskommen. Ich kriege hier gerade auch so ein Zeichen, dass wir hier gelb haben. Komischerweise habe ich da hinten das blaue Licht. Also von daher müsste es eigentlich eine gute Verbindung sein. Ich hoffe mal, das geht jetzt hier weiter oder wir starten es einfach nochmal neu. Das können wir auch mal. Ich gucke mal eben kurz, wie hier die Werte sind, weil eigentlich habe ich hier einen guten Wert angezeigt. Ja, das bricht bei mir auch zwischendurch immer ab. Unsere Verbindung oder die Sendung? Nee, die Sendung auf Facebook. Die Sendung auf Facebook. Ja, da haben wir im Moment mit Facebook ein kleines Problem. Houston, wir haben ein Problem. ja, ich kann euch ein bisschen trösten. Also wir stockt alle 3 Sekunden gefühlt. Ja, das tut mir natürlich leid. Wir sind hier in so einem leichten Bunker drin. Und als wir den Test gemacht haben, hatten wir 2 Megabit Upload. Das ist mehr als doppelt so viel, als man normalerweise braucht dafür. Warum das jetzt hier stockt, kann ich im Moment auch nicht klären. Ich kann euch nur da ein bisschen vertrösten dann darauf. Bernd Westhoff, ich würde sagen 2 Ton und Bild. Bernd, was heißt jetzt, ich würde sagen 2 Ton und Bild? Das verstehe ich nicht ganz. In der Schule war ich nicht so gut. Ist das eine Note jetzt oder keine Ahnung, was du damit sagen willst? Auf jeden Fall, wir machen jetzt einfach mal hier weiter. Für diejenigen, die ein Problem damit haben, man sollte mal alle Programme inklusive Browser schließen, wenn man streamt und zum Stream sowas wie OBS benutzen. Stream braucht extrem viel CPU, das weiß ich. wir gucken einfach mal weiter, denn wir haben die Möglichkeit, die ganze Sendung wird hier live mitgeschnitten. Und wir können dann natürlich im Hintergrund dann einfach diese Sendung aufspielen, die nämlich ohne Ton- und Bildverluste sind. Auf jeden Fall, Robin, du bist hier zumindest bei mir ganz klar. Dieser Stream funktioniert also ohne Probleme. Ja. Dann ist es nur irgendwas bei Facebook, was im Endeffekt hier im Rausgehen problematisch ist. Ja, wir machen jetzt einfach mal mit dem Projekt weiter. Peter, du hast dann die Leute sozusagen... diskutieren hier schon wieder irgendwelche Sachen. Ich gucke da gar nicht mehr hin. der wären doch nur blöde Ideen hier drauf. CPU heißt das nicht, CDU und all so ein Quatsch. Oh, also, Bernd, ja. Ne, genau, Bernd. Typischer Bernd. Peter, wir kommen jetzt mal zum Projekt zurück, weil das viel wichtiger ist jetzt als die Kommentare hier am Rand. Du bist da mit der verrückten Idee zum Fred gegangen und dann ging es das weiter, dann zog das so Kreise oder wie seid ihr an diese ganzen Musiker rangekommen? Ja gut, wir haben dann auch erstmal überlegt, wie kann man für so ein Projekt auch ein Team zusammenstellen, welche Leute brauchen wir, um das so auf die Beine zu stellen. Ja, und dann hat sich sehr schnell so ein Kernteam herausgebildet, die sich dann über eine WhatsApp-Gruppe und über diverse Server organisiert haben. Wir haben Videokonferenzen gemacht, haben überlegt,
ja, zunächst mal überlegt, was machen wir denn da überhaupt? Welchen Titel wollen wir covern? Oder wollen wir vielleicht auch einen eigenen Titel produzieren? Das waren so die ersten Überlegungen, die wir angestellt haben, bevor es dann tatsächlich an die Arbeit ging. Ja. Mhm. Und ich meine, es war ja jetzt alles, über welchen Zeitraum reden wir jetzt eigentlich? Also das hört sich jetzt so an, als ob sowas irgendwie längere Zeit ging, aber es war ja alles sehr, sehr kurzfristig, sehr schnell jetzt umgesetzt. Wann hast du diese erste verrückte Idee gehabt und in welchem Zeitfenster befinden wir uns sozusagen jetzt? Also angefangen hat es am 25.03., 25. März. Da haben wir angefangen ich sag mal so, die Hauptarbeit, was die Vorbereitung anging, es müssen ja die Texte rausgeschrieben werden, es muss die Technik vorbereitet werden, an der sich die Musiker dann letztendlich auch orientieren können. Da kann der Fred gleich noch ein bisschen was zu sagen. Diese Vorbereitungszeit war so um den 2., zwischen dem 2. und dem 10. April. Mhm. Und das war so der Zeitraum, wo wir dann so in medias res gegangen sind. Ja, also von daher schon ein ziemlich kurzfristiger Zeitraum, in dem das jetzt alles entstanden ist. Sehr kurzfristig. Als Peter das vorgeschlagen hat, haben wir eigentlich relativ schnell, auch Robin und ich haben die technischen Voraussetzungen geplant. Und das dann eigentlich auch für so ein großes Projekt wahnsinnig schnell umgesetzt. Das ging ratzfatz. Das bedeutet, man steckt einen Rahmen, wo alle Musiker verständlicherweise mit dem Zeug arbeiten können, das in ihren Computer laden. Eine Handlungsanweisung ist dabei gewesen, so dass es, könnt ihr euch ja vorstellen, wenn man mit mehr als 20, 30 Musikern arbeitet und das verteilt, dass die Technik dann einfach gehalten sein muss, damit es überhaupt funktioniert. Das ist das große Problem an solchen Sachen. Haben wir aber gemacht, haben uns auf ein Format geeinigt, den Musikern das mitgeteilt, haben die Pakete fertig geschnürt, sodass jeder sich das downloaden konnte. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Wir haben eine Hotline eingerichtet, wo man dann bei technischen Problemen rückfragen konnte. Da wir auch wussten, dass der eine oder andere Musiker gerne mitmachen möchte, aber eigentlich die technischen Voraussetzungen dafür gar nicht hat, haben wir dann angeboten, und ich dachte eigentlich, es kommen nur ein paar Musiker, das hier im Studio aufzunehmen. Das hat seine Runde gemacht und ich hatte hier regen Besuch, nacheinander, natürlich nie gleichzeitig. Was zu Corona-Zeiten ja echt schwierig ist. Absolut schwierig ist. Und die sind dann gekommen, haben dann die Sachen hier eingesungen. Wir haben das Ganze gesammelt. Dann wird das organisiert. Jeder, der mit Medien zu tun hat, weiß, wie viele Daten da aufkommen, wie man das strukturieren muss. Aber das haben wir alles gemacht. Die technische Organisation ist hier im Studio passiert. Und so wurden dann die Daten reingeholt, die ganzen Beiträge, die von außen auf uns zugekommen sind, die Leute, die hier aufgenommen haben, das Ganze ging dann zunächst an den Robin, weil Robin ist derjenige, der in Kassel in seinem Studio die Mischung gemacht hat, die eigentlich die Mutter der ganzen Kompanie ist, denn das ist die Voraussetzung für alles, was danach folgt. Genau, den Robin haben wir jetzt auch mal dazu geschaltet. Die Frage, die sich mir natürlich stellt, ist, wie kamt ihr dazu, diesen Song jetzt zu nehmen? War das von vornherein klar irgendwie, wir nehmen jetzt den Song oder waren auch noch ein paar andere in der Auswahl? Ja, also wir haben erstmal ein herrlich kreatives Brainstorming gemacht. Ne? Also so wie sich das für Musiker gehört, alle möglichen Ideen erstmal reingeworfen und unsere WhatsApp-Gruppe hat geglüht, Videos wurden hin und her geschickt. Wir haben mehrere Titel dann auch so in der Vorauswahl gehabt. Unter anderem auch einen Titel hier einer Essener, ich glaube Essen ist es, Essen oder Düsseldorf, ja. Essener Band Kult mit Doppel-U. Ja. Also auch ein sehr schöner Titel. Wir haben auch überlegt, machen wir selber was, aber da haben wir sehr schnell gemerkt, Musik und Texte zu schreiben und sowas auch stimmig dann hinzubekommen in dieser relativ kurzen Zeit ist schwierig und deswegen haben wir uns wirklich dann darauf verlegt zu sagen, ja, wir wollen Covertitel machen. Das ist dann auch von der Umsetzung her am einfachsten gewesen. Ja, für Kult hatten wir eigentlich den Song vorbereitet, schon komplett. Jana hat schon die Partitur geschrieben. Wir haben die Texte schon runtergeladen, die Chords wurden, also die Akkorde wurden schon rausgefiltert. Und dann kam nochmal so die Idee, das war, glaube ich, geboren dann auch in der Woche, als die Sendung von Mark Foster lief auf Fox. Mhm. Gemeinsam mit Silbermond hat er dann diesen Song auch einmal produziert.
Und da haben wir gesagt, Mensch, also der Titel ist noch ein Stück weit melodischer, noch ein Stück weit harmonischer. Man kann ein bisschen mehr damit anfangen, auch wenn man covert. Der Interpretationsspielraum ist dann hier auch da. Und dann haben wir nochmal umgeswitcht und sind dann auf den Silbermond-Titel gegangen. Aber dazwischen waren noch jede Menge andere Ideen. Ne? Also es ging von Beatles-Titel über Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. Ja, ja. Also das war eine ganz bunte Mischung, die wir da auch im Fokus hatten. Und hat unheimlich Spaß gemacht, schon mal so diesen ersten Prozess dann auch mit den Freunden dann auch gemeinsam zu strukturieren. Also das war klasse. Ja, und Jana war diejenige, die im Grunde genommen den Anstoß gegeben hat. Weil sie dann auch, wenn man so einen Song nimmt, ja auch immer überlegt, okay, wie können die Leute so ihren Beitrag leisten? Das ist ja immer eine Sache, wird man einen komplexen oder einen schwierigen Song wählen, dann kann es passieren, dass uns die Leute nicht richtig folgen können. Und dann hat Jana... Du meinst, oder dass keine sauberen Töne mehr rumkommen oder sowas? Ja, auch die Möglichkeit, das insgesamt zu gestalten, ja, ja, ist ja eher schwierig. Und Jana hat dann zu Recht ein paar Anmerkungen zu dem Cool-Song gemacht und dann auch zu dem Song, den wir jetzt letztendlich gewählt haben von Silbermond. Und das kann die Jana ja euch auch mal selber erzählen. Ganz genau. Wir nehmen jetzt einfach mal Jana direkt hier rein. Du bist ja schon drin hier, ganz genau. Rechts außen, jetzt habe ich dich schon reingepackt. Aber wir gehen mal näher dran. Ja, warum genau jetzt dieser Song? Erklär es nochmal von deiner Seite, was dich dazu bewogen hat, dann zu sagen, was ist daran jetzt leichter oder einfacher dafür, dass sich dann viele Leute daran beteiligen können? Mhm. Ja, wir waren ja relativ weit schon mit dem Cool-Song. Die Akkorde standen, die Partitur oder auch der Text, war alles fertig. Und dann, ich hatte schon ein bisschen schlechtes Gewissen, das Ganze wieder durcheinander zu wirbeln. Aber so ist das manchmal. Die Herren der Schöpfung hatten alles fertig und dann kommt die Frau und schmeißt alles wieder durcheinander. Ja, die Idee, also ich habe den Song durch Zufall gehört. Eigentlich auf Facebook wurde er mir vorgeschlagen, ist ja klar. Und dann mein erster Gedanke war, dieser Song ist noch ein bisschen einfacher umzusetzen, wenn man die Idee, wie wir die verfolgt haben, die Idee verfolgt, viele, viele, viele Leute miteinander zu verknüpfen und zu vernetzen. Und das stand ja im Vordergrund. In dieser Zeit, wo jeder für sich einzeln irgendwo im Studio irgendwas macht und ein bisschen Instrumente übt oder singt, die Leute zusammenzubringen in einem Projekt. Und ich fand, dass dieser Song einfach mehr Material, Basis hergibt, um die Menge an Leuten zu vernetzen, was wir vorhatten. Also ohne Wertung, der andere Song war total toll und ist immer noch toll. Und wenn das Ganze hier noch weitergeht, dann machen wir den auch noch. Und danach noch ein Album. Genau. Ist ja schon vorbereitet. Ne? Ist ja schon fertig quasi, genau. Ja, aber in Bezug auf die Mehrstimmigkeit fand ich den zum Beispiel einfacher umzusetzen für Leute, die jetzt zum Beispiel nicht akademisch ausgebildet sind. Wir haben ja ein ganz breites Spektrum an Musikern am Ende zusammenbekommen. Da sagt Peter bestimmt gleich was. Und das fand ich einfach einfacher umzusetzen. Und auch vom Aufbau des Songs fand ich das passender für dieses Projekt. Genau, ich musste mich nochmal ein bisschen in die Mitte rücken. Wenn wir hier zu zweit sind, dann war ich ein bisschen aus dem Bild. Ja, ich kann einfach mal euren Aufruf, den habt ihr mir ja auch per Video zugeschickt, sozusagen eure Viererkonferenz, die dann im Internet geschaltet wurde. Wollen wir mal ganz kurz reinhören oder uns das ganz kurz mal angucken, wie ihr da hier das Ganze, wir nehmen das einfach mal als Motivation. Ja, liebe Leute, der Motivationsaufruf, ganz genau. Ihr braucht die kreative Zusammenarbeit in diesen, ja, vielleicht doch etwas schwierigen Zeiten. Und wir vier haben uns gedacht, wir versuchen mal mit der Malermusikszene und mit vielleicht Musikerkollegen, die auch aus dem Fest kommen, ein gemeinsames Projekt auf die Beine zu stellen. Wir machen zusammen Musik. Robin! Ja, wir haben uns von Silbermond den Song, wie heißt der? Machen wir das Beste draus, ausgesucht. Und wir brauchen jetzt eure Hilfe in der breiten Masse. Seid ihr jetzt Schlagzeuger, Gitarrist oder Sänger und was ihr sonst noch alles für wunderbare Instrumente spielt? Nehmt euer Pfeil auf, schickt es rüber. Wir machen was draus. Keine Ahnung, ich kann das. Kann ich das machen? Das setzen jetzt mal ganz aus. Ja. Ihr Lieben, wir werden euch bei der ganzen Angelegenheit unterstützen. Wenn ihr Fragen habt, wir haben eine FAQ-Seite, auf der ihr oder ein Dokument, da könnt ihr darauf zurückgreifen. Wir gehen mal wieder zurück. Wir helfen euch dabei, das Ganze technisch umzusetzen. Wir haben eine kleine Hotline, da kann man dann auch anrufen. So, da sind wir wieder. Also wir wollten euch einfach mal ein bisschen reinschauen lassen in dieses Video, was da auf Facebook verbreitet wurde.
Und ihr habt mir hier auch ein Bild zur Verfügung gestellt von einem Zeitungsartikel. Das wurde also sofort von den Medien aufgegriffen und dann natürlich auch präsentiert. Wir zeigen das jetzt einfach mal. Ach, guck mal, können wir hier auch nochmal dazwischen zeigen. Ganz genau. Dann seht ihr auch hier, machen wir das Beste draus. Ein toller und vor allen Dingen langer, großer Artikel. Und wir wissen, wie schwierig das in der heutigen Zeit ist, sowas unterzubringen. Also auch von daher eine tolle Resonanz an der Stelle. Ja, Peter, die Geschichte ist ja die, wie viel, oder was weiß ich, wer von euch darauf antworten will, vielleicht auch Fred, wie viele Leute haben sich denn dann innerhalb der kürzesten Zeit dann hier sozusagen gemeldet? Wie viel sind es jetzt insgesamt? Ja, das Lustige war, als wir das dann geplant hatten, haben wir uns überlegt, na ja, wie viele Leute können wir wohl erreichen? Ja. Und haben wir gesagt, ach, wenn wir so 15, 20 Leute erreichen würden, das wäre schon toll. Ja, und jetzt sind wir bei 46 Leuten gelandet. Ja. Und das ist irre, weil wir alle verschiedenen Genres aus der Musikszene in das Ganze einbinden konnten. Auch dank Janas Aufruf haben wir Leute, die aus der klassischen Musik kommen, dabei gehabt. Rockmusiker, Folkies, eher pop-orientierte Sänger, Sängerinnen und vor allen Dingen viele, viele tolle Sänger und Sängerinnen. Ja. Was den Robin vor große Aufgaben gestellt hat, weil das natürlich gar nicht so einfach ist. Stellt euch vor, ein Song hat 3 Minuten. In den 3 Minuten so viele Musiker unterzubringen, ist verdammt schwierig. Aber der erste Ansatz, den wir hatten, war einfach zu zeigen, wie toll und wie breit dieses Engagement von allen gewesen ist. Und das hat dazu geführt, dass sich dann unser lieber Robin mit vielen, vielen Audiospuren, es sind nämlich mehr, als das kann der Robin gleich nochmal erzählen. Genau. Weil es auch Doppelbeiträge gab. Also der ein oder andere Musiker hat gesagt, ich singe nicht nur, sondern ich spiele auch noch ein Instrument. und auch noch mehrere Instrumente. Und schon hatten wir eine irrsinnige Anzahl an Einzelspuren, die dann, nachdem wir ein bisschen darüber diskutiert hatten, der Robin dann in seiner Verantwortung geordnet hat. Und da kann der Robin was zu erzählen, denke ich. Genau, jetzt habe ich mir den Robin hier direkt mal in unsere Dreiergruppe, machen wir mal eine Zweiergruppe raus. Robin, wir beide unterhalten uns jetzt einfach mal. Du hast es ja mitgekriegt. Du bist uns ja hier sozusagen live ins Studio zugeschaltet. Von da hast du zum Glück nicht nur den Ruckler, den die anderen haben, sondern du kannst uns hier live folgen. Erzähl mal ein bisschen was zu der Arbeit, die da auf dich zukam, als dann auf einmal eben hier eine Spur nach der anderen reinhagelte. Ja, also am Anfang war es eigentlich noch relativ übersichtlich. Ich konnte ja die meisten Sachen, die der Fred direkt bei sich im Studio aufgenommen hatte, das waren dann, ich glaube, initial irgendwie 4 oder 5 Sänger. Und dann haben wir ein paar externe Beiträge gekriegt. Da waren wir dann schon in relativ kurzer Zeit bei unseren 15 oder 10 Beiträgen, die wir angepeilt hatten, die es insgesamt werden sollten. Und da dachte ich schon, wow, das ist schon viel. Und je länger diese eine Woche, die wir uns selber Zeit gegeben hatten, dann voranschritt, wurde das dann immer mehr. Und bevor wir das gemacht haben, dachte ich noch eine Woche, wir haben nur eine Woche bis Ostermontag, ein bisschen mehr. Das ist doch viel zu wenig eigentlich. Da melden sich doch niemals genug Leute in der Zeit. Ich wurde so überrumpelt davon, dass es dann so eine gute Resonanz davon gab. Letztendlich sind wir, glaube ich, insgesamt bei ungefähr 60 oder 70 Audio-Files angekommen, die dann insgesamt bei mir in der DAW lagen. Knapp 21 Sänger sind es gewesen, glaube ich. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung, das Ganze dann im Einklang zu bringen. Man muss erstmal überhaupt sichten, was haben wir da jetzt gekriegt, was kann man davon jetzt an welcher Stelle gut highlighten. Und man muss ja auch jedem Sänger und auch den Instrumenten ihren Platz geben. Und wenn man schon so ein großes Spektrum an Instrumenten und Beiträgen bekommt, also ist es natürlich super schwierig, den nötigen Platz dafür zu schaffen. Ich stell mir das jetzt auch arg schwer vor. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen reinhören können in die erste Version, die jetzt hörbar ist oder ein Teil der Version, der hörbar ist. Und wenn ich mir da angucke, da sind ja auch so viele unterschiedliche Genres dabei, bis hin zum Chor. Sowas darf ja sich auch nicht anhören, als ob das irgendwie einfach nur so eine zusammengematschte Geschichte ist, nur damit jeder seinen Platz hatte, sondern es soll ja auch sich noch hörbar und toll anhören, ne?
Genau, genau, da haben wir auch, also da habe ich ein bisschen auch Vorauswahl getroffen, dass sich da keine unterschiedlichen Genres irgendwie miteinander beißen. Und der Fred hatte es ja, glaube ich, schon angedeutet, wir wollen ja noch zusätzliche Versionen von dem Song bearbeiten. Also wir haben konkret geplant eine kleine Jazz-Version, die der Fred macht, und wir haben eine Klassik-Version, die so ein bisschen klassischer sein sollen, mehr konzertant arrangiert, mit den Stimmen noch mehr im Vordergrund. Und vor dem Hintergrund hatte ich also die Freiheit, auch dann entscheiden zu können, okay, wir haben jetzt hier zum Beispiel eine tolle Jazz-Trompete bekommen, die der Fred super in seine Jazz-Version einarbeiten kann, die wir aber leider nicht mit in die Vollversion, sage ich jetzt mal, nehmen konnten. Mhm. Weil du, wie schon gesagt hast, das ist stilistisch, passt es, hat es leider nicht gepasst. Ich habe hier noch keine Rückmeldung. Die kommt gleich. Genau, es scheint noch nicht draußen bei Bernd angekommen zu sein. Die Trompete war toll. Ja. Ganz genau. Also wie gesagt, dieser Kommentar kommt dann vielleicht in 3 Minuten draußen an. Ja. Mal gucken, wie das jetzt bei der Leitung ist. Auf jeden Fall hast du jetzt gerade hier die Decke schon von etwas weggezogen, was wir hier noch gar nicht, wo Fred noch gar nichts zugesagt hatte, wie du vermutet hattest. Aber ist ja kein Problem. Wir sind ja hier in so einem dynamischen Prozess, wo wir auch Lust auf mehr machen wollen. Jetzt natürlich die große entscheidende Frage, wenn wir jetzt schon über weitere Versionen reden, würde mich ja jetzt mal interessieren an der Stelle, wann gibt es denn überhaupt für die Menschen, außer für uns jetzt gleich ganz zum Schluss, da werden wir mal so eine kleine Vorversion schon mal reinspielen, aber wann gibt es denn die Vollversion? Darfst du dazu schon was sagen, Robin? Ja, dazu darf ich schon was sagen. Und zwar ist unser Release für den Samstag geplant. Das ist der 26., wenn ich mich nicht irre. Nein, der 25. Es ist der 25. 16 Uhr haben wir als Release für uns ausgeplant. Okay, hier wird gerade, alle zücken jetzt ihre Handys so. 25. Ja, ist es wirklich der 25? Der 25? Ja, ich habe extra jetzt gerade auch meinen Kalender geöffnet. Ja, aber endlich meine verlässliche Geschichte. Wunderbar. Bevor ich hier einen Fehler mache. Ganz genau, ganz genau. Also der 25. ist auf jeden Fall 16 Uhr. Genau. Dann hundertprozentig auch ohne Ruckeln oder so, weil es nicht live gespielt wird, sondern dann sozusagen direkt hochgeladen wurde. Genauso wie hier unsere Vollversion nachher auch. Ja, ich denke mal, da werden jetzt alle sich schon einen ganz dicken orangen Kringel im Kalender machen, damit man es auf keinen Fall verpasst. Ich habe hier nochmal, ich weiß nicht, wer von euch insgesamt dazu was sagen will, kann gerne den Finger hochheben, dann schalte ich euch mit dazu. Was mich interessiert, ich habe zum einen, wenn ich Solomusiker habe und ich habe ein paar Solosänger, dann kann ich mir das noch vorstellen, dass man das ganz gut zusammenkriegt. Aber wenn ich dann jetzt auf einmal noch so einen Chor dabei habe, dann stelle ich mir das jetzt irgendwie ziemlich schwierig vor, das irgendwie auch noch so reinzukriegen, ohne dass es jetzt irgendwie, Fred hat hier schon aufgezeigt, ohne dass es jetzt irgendwie komisch sich dann anhört, dass da so ein Chor mit dazwischen singt, wo ich dann irgendwie den Domspatzen, ohne jetzt den Chor dazu treten wollte. Ich kenne ja den Chorleiter zum Glück, der wird es mir nachsehen. Aber ohne, dass ich so einen komischen Effekt dabei habe. Warte, Fred, einen Moment. Ich muss dich mal eben kurz hier dazuschalten. Da bist du, genau. So, jetzt bist du mit im Bild. Im ersten Moment hört sich das schlimmer an, als es tatsächlich ist. Wenn man, der Robin und ich haben halt viel mit Aufnahmen zu tun und auch in der Beurteilung, wo was reinpasst. Mhm. Und Robin und ich mache das auch genauso. Wir reagieren sehr impulsiv und aus dem Bauch heraus auf solche Sachen. Der Song hat ja eine gewisse emotionale Tiefe und auch eine Grundstimmung. Und man stellt sehr schnell fest, ob man bestimmte Sachen miteinander kombinieren kann, ob die gut funktionieren. Und da in dieser ersten, in der unserer Hauptversion, ist ja der Gedanke ist, die Gemeinschaft zu zeigen, die Gemeinschaft der Musiker hier aus Mahl und aus dem Kreis Recklinghausen, war es für einen Robin gar nicht so kompliziert, die passenden Stimmen zusammenzubringen. Und es klingt dann halt wirklich grundsätzlich, obwohl die Leute teilweise ja wirklich nicht miteinander musiziert haben, sondern einzeln ihre Stimmen eingesungen haben, klingt es nach einem großen, tollen Chor, was in der Sache der Dinge ist, weil es so viele Sänger sind. Mhm. Ja, der Peter zeigt hier brav auf, warte.
Ja, ich nehme dich dazu, ganz genau, da bist du schon. Ja, vielleicht auch nochmal ergänzen, das ist aber auch ein Ergebnis der guten Vorbereitung an der Stelle, weil wir haben jedem Musiker so eine Art Musterfile zur Verfügung gestellt, wir haben jedem Musiker eine Piano-Begleitung, an der er sich orientieren konnte, zur Verfügung gestellt, die er dann in sein persönliches Mischpult, in seine DAW einladen konnte. Wir haben eine Klickspur mit beigefügt, dass also auch jeder den Takt halten konnte. Mhm. Und das ist wirklich eine Voraussetzung letztendlich dann dafür, dass das Ergebnis dann in der Summe hinterher auch gut klingt. Mhm. Ja, das hat es den Technikern dann auch leicht gemacht, das zu synchronisieren und auch in eine Form zu bringen, ja, dass es hinterher auch sendefähig ist. Ne? War letztendlich ja auch die Grundlage für die gemeinsame Arbeit, weil wir wissen, wie Musiker auch auf Entfernung miteinander arbeiten. Ja. Mittlerweile hat sich die Welt verändert. Wir arbeiten in Zeiten, in denen man auf Entfernung als Musiker zusammenarbeitet. Peter, wenn wir daran denken, die ersten Zeiten in den 70ern, in den 70er Jahren war es so, wenn man nicht in ein Studio gegangen ist, konnte man nicht gemeinsam aufnehmen. Ganz einfach. Und heutzutage kann man tatsächlich aufgrund der Computertechnik, der Aufnahmetechnik insgesamt, Gott sei Dank, auch getrennt über Kontinente verteilt miteinander arbeiten und Sachen aufnehmen. Das hat natürlich die Sache überhaupt erstmal realisiert. Aber es ist auch natürlich so, dass in dem Prozess ist klar war, es gibt unsere große Gemeinschaftsproduktion, um einfach zu zeigen, wie viele tolle Menschen mitgemacht haben. Aber wenn man, ob das der Robin war oder ob ich das gemacht habe, wenn man so als Audioprofi, der ja immer mit solchen Sachen arbeitet, irgendwann mal dann hinkommt und sagt, oh, die Stimme ist sehr individuell, ein toller Ausdruck, da erzählt jemand seine Geschichte durch seine Stimme, durch seine Mentalität. Dieses wunderbare Trompete. Bernd, verzeih uns, dass das noch nicht in der Hauptversion drin ist, aber tatsächlich ist mir, als ich Bernd aufgenommen habe hier, war mir klar, dass so etwas kommen muss, eine Version, die diesem Genre etwas mehr gerecht wird. Mhm. Und genauso war es auch, Jana, glücklicherweise konnte Jana ja auch einige ihrer Freunde und Kollegen begeistern, bei uns mitzumachen, die aus der Klassik kommen. Und so hatten wir hier jemanden, den Christos, einen Cellisten, der mich umgehauen hat. So ein ausdrucksstarkes Instrument, was einen besonderen Charakter hat. Und dann noch jemand, der dieses Instrument so toll beherrscht. Das war großartig. Und aus solchen Elementen, aus diesen spontanen, emotionalen Reaktionen, die man so hat, wenn man sich sowas anhört, kam dann der Gedanke, dass wir nicht nur diese große Hauptversion machen, sondern dass wir tatsächlich sogar so, toi, 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 auf Holz klopfen, dass es funktioniert, eine klassische Version, klassische angehauchte Version, eine, wir nennen sie Jazz-Version, weil die Instrumente dabei sind, und sicherlich eine Version, in der die Rockmusiker, die mitgemacht haben, sich wiederfinden, weil es gar nicht anders geht. Bei so vielen Beiträgen, die so toll waren, konnten wir in so einem 3-Minuten-Song nicht wirklich alles unterbringen. Das war ja auch deine Frage von gerade. Wie willst du das alles zusammen? Um eben halt diesen Kuddelmuddelmansch zu vermeiden, haben wir ein bisschen uns orientiert, einmal in die Richtung zu gehen, dann wollen wir in die Richtung und in die andere Richtung gehen. Und dann werden wir tatsächlich allen Musikern gerecht, was jeder, der sich daran beteiligt hat, auch verdient hat. Ich wollte jetzt einmal, bevor ich zu dir, Peter, komme, weil du hattest aufgezeigt hier im Hintergrund, einmal mal kurz so einen Zusammenschnitt, so ein paar Impressionen von der Arbeit, von den Videos, weil alle Künstler haben ja auch Videos eingeschickt von ihrer Arbeit sozusagen, dass ihr da auch mal so ein kleines Feeling dafür bekommt, wie das dann bei den einzelnen Songs ausgesehen hat. So, da sind wir wieder. Und jetzt, der Peter wollte noch was zu dieser
zu diesen Versionen und zur Zusammenarbeit sagen? Wir haben ja jetzt hier, haben wir genau gesehen, Bernd mit seiner Trompete, Jana am Piano und wen hat, ach genau, den Chris. Cellisten. Chris. Genau, den hattest du auch mit dabei. Also von daher waren die jetzt einfach mal auch in diesem kleinen Videoschnipsel zu sehen. Und Peter, du wolltest gerade noch was zu dieser Zusammenarbeit auch sagen und zu der Vielfalt. Zu der Vielfalt, ja. Das sind ja zwei Gesichtspunkte. Und das ist uns auch, ich sag mal so, in der Zusammenarbeit, in der Projektarbeit hier mit allen beteiligten Musikern auch nochmal so deutlicher geworden, klarer geworden, sind so zwei Aspekte, die eine Rolle spielen. Das ist natürlich auf der einen Seite die künstlerisch-musikalische Zusammenarbeit. Was Fred angedeutet hat, diese unterschiedlichen Genres, die zusammenkommen, die Vielfalt an Stimmen, an Instrumenten, die man ja zu einem Gesamtwerk wieder zusammenfügt, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, und das ist uns dann über die vielen Kontakte, die wir zu den Kollegen hatten, nochmal deutlich geworden, das ist der Aspekt der Zusammenarbeit. Nämlich die Frage, wie können wir jetzt auch in diesen schwierigen Zeiten zusammenarbeiten? Wie können wir so ein Stück weit auch für Zusammenhalt in der Musikerszene sorgen? Wie können wir so eine Klammer auch schaffen? Und das ist ein Gedanke, den wir hier in der Zusammenarbeit sehr intensiv wirklich erlebt haben, wo wir gesagt haben, hey, das ist es auch wert, nach diesem Projekt fortzuführen und da dran zu bleiben. Genau an der Stelle dran zu bleiben und das Thema weiter nach vorne zu bringen. Hier unsere musikalische Zusammenarbeit im Fest Recklinghausen weiter zu festigen und hier immer wieder die Kontakte zu knüpfen und mit den Leuten ins Gespräch zu gehen. Ich würde da jetzt ganz gerne das mal so als Aufhänger zu nehmen, weil wir haben ja jetzt hier mal ganz viele Band-Musiker, Solistenvertreter da, denn Corona ist natürlich auch eine Zeit, wo alle Konzerte ausfallen, wo das in der Form nicht mehr stattfinden kann, wo es neue, coole Formen gibt. Ich habe jetzt die Balkonkonzerte zum Beispiel begleiten dürfen, wo man natürlich auch schon, ich sage jetzt mal, ein bisschen sehr hohe Frusttoleranzgrenze haben muss. Denn es ist ja schon ein Unterschied, ob Leute in einen Konzertraum kommen, die einen unbedingt hören wollen, die womöglich noch Eintritt bezahlen, oder ob die Leute sozusagen gezwungenermaßen auf ihrem Balkon festhängen, nicht weg können und der Musiker darf dann da unten sein, das zum Besten geben. Ist ja schon fast ein bisschen so straßenmusikermäßig. Aber ihr seid ja jetzt alle in Bands auch mit drin. Die einen, ich sage jetzt mal, mehr davon auch abhängig, die anderen weniger. Wie ist so die Stimmung insgesamt jetzt bei den Musikern? Ist natürlich eine harte Zeit jetzt. Eine verdammt harte Zeit. Und der Fred wird es bestätigen können, die Jana auch. Wir leben ja, wenn wir Musik machen, davon, dass wir auf der Bühne zusammenspielen. Ne? Mhm. Dass man den engen Kontakt hat. Ne? Der muss nicht mal körperlich sein, aber man ist eng zusammen. Man spürt den Bass, man spürt das Schlagzeug. Und man versucht, ein harmonisches Gesamtgefüge zu erzeugen. Und das fällt jetzt in diesen Zeiten natürlich vollständig weg. Das ist nicht mehr da. Ne? Und ich weiß, der Kontakt auch bei mir in der Band, der ist mittlerweile etwas sehr dünn geworden, weil jeder auch so in seinem Wohnzimmer sitzt und so die Dinge macht, die ihm jetzt musikalisch auch ein Stück weit weiterbringen. Aber die Zusammenarbeit ist nicht da. Und das war so ein Punkt jetzt auch hier, wo man wieder Ankerpunkte hatte, wo man gesagt hat, hey, das macht auch richtig Spaß, sich da reinzuhängen und sich das zu erarbeiten, das Stück auch zu erarbeiten. Und da seinen Beitrag zuzuleisten. Und man bekommt dann wieder dieses Gemeinschaftsgefühl über das gemeinsame Gesamtergebnis. Und das führt dazu, dass man jetzt so in diesen Zeiten, die für die Menschen, die sich mit Musik, mit Live-Musik beschäftigen, eher etwas schwierig sind. Wir waren auch von Löwenherz ganz traurig, weil unser 22.06., unser großes Sommerrock-Konzert, also Sommerrock-Festival auf dem Hof Fortmann, wahrscheinlich nicht stattfinden kann, aufgrund der Beschränkungen, die wir da haben. Aber so zumindest mal so einen kleinen Lichtblick dann auch zu haben. Das war ein wichtiger Aspekt. Genau. Fred, du wolltest jetzt noch was zu sagen, bevor ich dann zu Robin komme. Ja, ich möchte einmal kurz anmerken, egal mit wem man heutzutage redet, in so vielen Branchen sind die Menschen wirklich sehr, sehr gebeutelt. Die Gastronomen, die ihren Laden zu haben, viele kleine Geschäfte, viele Einzelunternehmer, insbesondere in dieser Veranstaltungsmusikszene ist es tatsächlich so, dass es ja einen sehr langen Shootdown geben wird. Also wie wir jetzt bisher erahnen können, werden große Veranstaltungen auf absehbare Zeit gar nicht stattfinden können. Und in meinem Freundeskreis habe ich die Veranstaltungstechniker, die Leute, die die Bühnen bauen, die Leute, die das Licht bereitstellen, die Tontechniker,
alles Leute, die so im Hintergrund als selbstverständlich wahrgenommen werden, aber das sind sehr viele Leute, die ihre Existenz damit bestreiten. Und in dieser Szene, bei all dem, was wir so als Musiker jetzt in diesem Projekt Tolles miteinander machen konnten, muss man wirklich sagen, die Musikszene ist sehr, sehr arg gebeutelt. Meine guten Freunde, ob es der Gastwirt ist, der hier in Mahl in seiner Kneipe regelmäßig die Leute spielen lässt. Oder die Leute, die jungen, ganz unerfahrenen Bands im Hagenbusch zum Beispiel spielen lassen. All diese Veranstaltungen, die sind zurzeit tatsächlich komplett raus. Komplett. Es ist ein totaler Shootdown. Das wird wahrscheinlich sogar Existenzen kosten. Umso mehr war es uns wichtig, dass wir so einen kleinen, ganz klitzekleinen Beitrag über unsere Szene machen können und den Leuten sagen, hey, auch wenn es verdammt schwierig ist, Musiker halten zusammen, machen etwas gemeinsam. Und das, was wir uns alle wünschen, ist inständig das, was auch quasi der Treibstoff für die Musiker ist, mit den Zuhörern, die die Musik so gerne hören, in den Kneipen, auf den Open-Air-Festivals, in den Hallen, zusammen wieder die Musik begeistert wahrzunehmen. Und da haben wir die Hoffnung, dass, wenn alles endlich wieder normaler wird, dass uns auch die begeisterten Musikhörer in die Konzerte folgen und auch wieder kommen. Und sie können uns alle meine Kollegen, auch doll unterstützen, wenn das wieder losgeht, einfach geht in Konzerte. Und wenn es reiner Busse sind. Genau. Ganz genau. Robin, Three Wooden Strings. Guck mal, jetzt habe ich es auf einmal. Hey. Ja. Wow, high five. Genau. Ich habe euch jetzt so ein bisschen verfolgt, weil ich habe euch ja damals kennengelernt über den Clubraum und natürlich auch über das Nachtlokal. Da hattet ihr ja auch einen total genialen Auftritt in Herten. Ja. Ihr habt jetzt so einen richtig geilen Lauf gehabt und dann ist das so, als ob man von 200 auf einmal irgendwie so in die Vollbremsung reingeht. Jetzt als Solomusiker kann man ja immer noch mit sich selber sozusagen das ausmachen und ins Studio gehen oder zu Hause sitzen. Aber wenn man jetzt so eine, ja, ich sagte schon mal, schon große Band habt wie ihr, dann ist das ja schon eine schwierige Zeit jetzt. Wie haltet ihr den Kontakt? Übt ihr irgendwie digital miteinander oder tauscht ihr euch nur so aus? Ja, das ist natürlich für uns super schwierig. Erstmal ist es natürlich für uns super schade, dass jetzt diese ganzen Auftritte alle wegbrechen. Das ist jetzt für uns, da wir das ja alle noch als Hobby machen. Das ist zwar ein großes Hobby, aber wir machen es als Hobby. Für uns nicht existenzschädigend, dass wir diese Auftritte nicht spielen können. Das geht ja einigen Musikerkollegen da, wie der Fred schon gesagt hat, echt anders. Digital üben haben wir probiert. Es gibt leider wenig bis keine Streaming-Plattformen, die das latenzfrei ermöglichen. Das ist also in der Hinsicht schwierig. Ja. Um den Kontakt zu halten, machen wir das so wie wir jetzt. Einmal die Woche eine kleine Videokonferenz und besprechen, was können wir jetzt die nächste Woche machen. Wir haben jetzt zuletzt von unserer letzten Single Light It Up ein Handy-Video-Edit quasi produziert. Das heißt, jeder von uns hat sich mit dem Handy zu Hause selbst gefilmt, wie er seinen Take gespielt hat. Das heißt, ich habe angefangen, habe die Gitarre gespielt, eine Basis gebildet und dann haben die anderen ihre eigenen Videos dazu gemacht. Das Ganze wurde dann, wie im Grunde ist es eine kleine Version von dem großen MWDBD-Projekt, was wir jetzt hier haben. Und haben dann eben diese Home Edition von Light It Up dann auch dementsprechend so produziert. Letzte Woche Dienstag habe ich mit der lieben Selina von uns zusammen einen Livestream gemacht, nachdem sich unsere Fans dann auch gewünscht hatten, oh, wir haben jetzt gesehen, so ein paar andere Musiker machen doch auch mal so Livestreams, wäre das nicht auch was für euch? Das werden wir auch fortführen. Da arbeiten wir gerade schon dran, nächste Woche noch einen Termin zu finden, wo wir das dann realisieren können. Ja, und wir arbeiten jetzt fleißig an den Aufnahmen weiter. Solange man sich einzeln trifft, also eins zu eins, das geht natürlich. Aber gerade dieses Zusammenproben, zusammen auf der Bühne stehen und auch zusammen an Songs schreiben, das fehlt natürlich. Mhm. Ja, zumal das ja so ist, ich habe zwar nie eine Solo-Musikkarriere gehabt oder was weiß ich was, aber ich habe damals mal in einem Gospelchor erst auch mitgesungen, nachher den gemanagt und weiß ganz einfach, das, was fehlt, ist ja so diese Interaktion,
die man als Band miteinander hat. Ich meine, natürlich kann jeder selber technisch irgendwie die Sachen einspielen, aber es ist ja schon was anderes, ob da so ein Move gemeinsam erzeugt wird oder ob man sich dann selber so vorstellen muss, jetzt die anderen sind irgendwie dabei. Das ist ja schon eine ganz andere Geschichte. Aber ich finde es natürlich toll, dass ihr eure Fans einfach bei Laune haltet, dass ihr die beschäftigt, dass ihr denen Informationen rüberkommen lasst. Und ich glaube, das ist auch so ein kleiner Tipp, den man denjenigen geben kann, auch wenn natürlich immer wieder gesagt wird, boah, ich kann es jetzt nicht mehr hören, von der macht jetzt was, der macht jetzt was, der macht jetzt was. Alle sind irgendwie aktiv unterwegs jetzt im Netz. Aber ich finde, das ist immer noch so, dass ich mich jeden Tag darüber freue, wenn ich wieder von irgendeiner Band oder vom Musiker wieder irgendwelche neuen Aktivitäten höre. Es ist halt eine andere Form von Aktivität, die man mitbekommt. Aber ganz toll, dass das da ist. Jetzt muss ich gerade mal eine Zwischeninfo hier geben an den Pensionär Fred von Daniel Zimmer. Habe alles einmal geschlossen, nun scheint es etwas besser zu laufen. Ganz besondere Grüße an den Pensionär Fred. Ja? Danke, danke. Also von daher auch die Meldung kriegen wir jetzt zwischendurch rein. Einige sind schon wieder raus. Aber wie gesagt, nochmal diejenigen, die es am Anfang nicht mitgekriegt haben. Zum einen lädt Facebook ja alle Informationen nach und nach, alle Pakete wieder hoch. Man muss sich das einfach vorstellen. Es ist im Moment wie bei Amazon. Sonst kommen die Pakete immer ganz schnell am nächsten Tag. Mittlerweile verteilen sie sich auf eine Woche. So lange brauchen wir nicht. Aber ich denke mal, es wird nach der Sendung ungefähr 5 bis 10 Minuten dauern, bis Facebook dann alle Pakete hochgeladen hat. Und dann werden diejenigen, die sich nachher einschalten, gar nicht verstehen, worüber wir hier die ganze Zeit diskutiert haben und welche Probleme hier zwischendurch aufgetaucht sind. Wir sind halt im hintersten Mal. Der Wald fängt hier direkt hinterm Gebäude an. Da gibt es halt ein paar kleine Probleme. Ja, Jana, von dir natürlich auch nochmal ein kurzes Feedback. Ich habe gestern bei den Tagesthemen, heute Journal, ich weiß es gar nicht mehr, wo es war, habe ich eine tolle Geschichte gesehen. Da haben die Tänzerinnen und Tänzer von irgendeinem französischen Staatsballett in Paris auf einmal so eine, das was Robin gerade erzählt hat hier, ich weiß wieder nicht den Fachbegriff, wie es heißt, aber auf jeden Fall haben die sich alle zu Hause mit ihren verschiedenen Tanzfiguren gefilmt und haben daraus einen Gesamtfilm gemacht, der ja nie entstanden wäre, wenn es diese Situation nicht gegeben hätte. Und ich muss ehrlich sagen, so beschissen diese ganze Situation ist. Und natürlich ist es auch schlimm, dass Menschen dabei sterben. Aber jede Situation, ich meine, wir hier sind bis jetzt immer verschont geworden davon. In Afrika, die Leute können einem viel mehr davon erzählen, wie es ist, in schwierigen Situationen zu leben und das tagtäglich. Es weckt auf einmal eine Kreativität. Und wenn ich mal in die Kunstszene reinhöre, dann kommt da auf einmal eine neue Form von Kreativität. Also früher hätte man ja gesagt, wenn die sich alle mit dem Handy filmen und dann wird das Ganze irgendwo reingestellt, das entspricht nicht unserem Anspruch von Kunst. Bei uns muss man in den Tempel des Tanzes kommen oder auch die Philharmoniker haben es ja jetzt auch teilweise gemacht. Nee, das geht nicht. Also hätte früher sich keiner vorstellen können. Ja. Und heute auf einmal ist es so, man ist einfach froh, dass man diesen Kontakt hat, dass man die Menschen teilweise mit ihren Kindern zu Hause erlebt. Mhm. Und das hat eine neue Form von Kunst, finde ich. Wie sieht das bei dir und deinen Kollegen aus? Meine musikalischen Kollegen, meinst genau. Die Musiker oder meine schulische Arbeit? Nein, die Musikerkollegen. Die Musiker, ja. Wir versuchen auch Kontakt zu halten. Also ich spiele ja zusammen mit Bernd, hallo Bernd, und Ümi, hallo Ümi, in einem Trio, Trio Melange heißen wir. Wir überlegen jetzt, also wir sind, muss man ja dazu sagen, nicht ganz so fit wie die Herren an meiner Seite, was die Technik betrifft. Ich persönlich bezeichne mich auch mal gerne als Technik-Medien-Legasthenikerin. Ich versuche mein Bestes. Wir haben jetzt, also Bernd hat einen Vorschlag, etwas aufzunehmen. Das werden wir mal in der nächsten Zeit in Angriff nehmen. Auch da versuchen wir bei diesem Projekt, klar, irgendwie Kontakt zu halten, das Stichwort Zusammenhalt, auch das Stichwort Vernetzung, auszuleben. Das ist alles eine Notlösung. Klar, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit einem Live-Auftritt. Es fehlt so viel. Es fehlt natürlich das Zusammenspielen. Es fehlt das Feedback von Publikum. Mhm. Es fehlt so viel, klar. Aber als Notlösung muss man jetzt als Musiker natürlich auch an solchen Sachen versuchen zu arbeiten. Und bei der ganzen Diskussion, die wir jetzt hier so die ganze Zeit schon führen, fällt mir halt immer, ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt genau sauber hieß, All for Africa oder sowas. Wenn ich mir diesen Welthit angucke, der daraus entstanden ist, wo ja nur jetzt natürlich die Crème de la Crème der Musik damals dabei war.
Aber auch da hat ja eine Notsituation, eine Problemsituation, zwar nicht für alle Musiker, aber für Afrika, hat damals dazu geführt, dass ein Song entstanden ist und eine Zusammenarbeit von allen Musikern. Man muss ja sonst auch sagen, naja, die Musiker sind fast, oder viele Musiker sind ja wie Einzelhändler, ne? Also so nach dem Motto, ja, wenn der andere Erfolg hat, dann offiziell vor der Kamera leidet es keiner, aber hintenrum denkt man sich, ich hätte ja mehr den Auftritt oder sowas. Das heißt, so diese Zusammenarbeit ist jetzt nicht immer so gegeben. Und jetzt auf einmal in der Not gibt es auf einmal neue Konstellationen, neue Zusammenarbeiten und vielleicht auch neue Freundschaften, die entstehen. Fritz, du hast jetzt gerade aufgezeigt, du wolltest gerne mal was dazu sagen. Ja, wenn wir den Bogen etwas weiterspannen, kennen wir alle das Hamsterrad, in dem alle sich bewegt haben, wie die Bekloppten. Jeder hat so sein eigenes Ding durchgezogen. Vielleicht hat sich die Gesellschaft über die letzten Jahrzehnte auch, was das so angeht, in so eine Einzelkämpfermentalität entwickelt. Und an vielen Stellen ist das ja eher so gewesen, dass nicht viel Gemeinschaft da war. Und jetzt auf einmal kriegen wir einfach einen Latz geknallt, nach allen Regeln der Kunst. Auf einmal eine Sache, die wir, die nur noch die Ältesten, die die Nachkriegszeit erlebt haben, wo also eine ganze Gesellschaft zum Stillstand kommt. Mhm. Man muss sich das vorstellen. Aber zum ersten Mal weltweit. Also weltweit. Das ist ja so. Auch so ein Ding. Wer hätte denn das gedacht, dass so eine Krankheit, ein Virus auf einmal alles zum Erliegen bringt und wir auf einmal eine Zwangspause haben? Eine richtige Zwangspause. Mhm. Denn auf einmal darfst du nicht arbeiten. Ich meine, man muss sich das vorstellen. Die Leute durften nicht arbeiten gehen. Die Läden mussten geschlossen werden. Auf einmal sitzen die alle zu Hause und gucken und sagen, okay, so eine Art von Entschleunigung zwangsweise ist ja total irre, hätte sich nie jemand vorgestellt. Und jetzt auf einmal fängt man an zu überlegen, so, okay, was ist es mir eigentlich wert, mal draußen irgendwo ein Konzert zu sehen oder einfach nur Freunde zu besuchen. All die Sachen, die wir für so selbstverständlich wahrgenommen haben, wo wir immer sagen, ja, das ist ja eigentlich so, stellt sich aber mal heraus, oh, das ist doch was Tolles, das ist doch ein Wert, der mir was bedeutet. Und so können viele Menschen jetzt tatsächlich auch sich ein bisschen orientieren und sagen, okay, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Mhm. Und es fällt auch auf. Und eine der Sachen ist sicherlich, dass man auch immer denkt, wie toll ist das eigentlich, mit anderen Musikern auf der Bühne zu stehen oder Gemeinschaftskonzerte zu machen oder zusammen in einem Studio zu sitzen, gemeinsam aufzunehmen und Ideen. Wie toll ist das? Man merkt jetzt wirklich in der Reaktion auch aller unserer Kollegen, die das auf einmal wirklich zu schätzen. Ja, wir wussten es immer schon zu schätzen, aber jetzt wird es einfach deutlich. Hm. Und das ist eine Veränderung, da gebe ich dir vollkommen recht, dass in all diesem Irrsinn, der schrecklich ist, dann auch ein paar tolle Momente dabei sind. Ich denke mir, wenn wir mal Luft holen können und können überlegen, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben, dann gehören die Kontakte zu den Menschen, die wir mögen, sicherlich ganz vorneweg, ganz oben ran. Hm. Robin, ich habe das ja immer auch gesagt, hier auch zum Beispiel bei diesem Projekt der Sparkasse, dieser Clubraum, da ist es mir ja auch schon aufgefallen, dass diese Konkurrenzsituation da so ein bisschen zurückgestanden hat oder ist und dass man wirklich gemerkt hat, zum Beispiel am 1. Mai, weiß ich noch ganz genau, auf dem Hügel, wo dann die Bands, ja, wo das Battlen im Hintergrund stand, wo zwar jeder versucht hat, eine super Performance hinzulegen, aber wo es nachher nicht ganz so wichtig war, wer gewonnen hat, sondern es eigentlich einfach nur wichtig war, gemeinsam abzufeiern, gemeinsam eine super Veranstaltung zu machen. Für mich war das schon fast, als ich das so mit dem Clubraum hier kennengelernt hat, fast so ein Vorgeschmack auf das, was ich jetzt viel verstärkter erlebe, was Fred ja auch gerade gesagt hat, diese Wertigkeiten im Leben wieder gerade zu rücken. Ich habe von vielen Leuten auch im Gespräch immer wieder gehört, die gesagt haben, so, ja, unsere Gesellschaft brauchte eigentlich mal so ein Dämpfer auf den Hinterkopf, so mit der Bratpfanne mal hinten drauf, um diese Wichtigkeiten, nicht irgendwelche Werte, nicht irgendwelche Klamotten, nicht irgendwelche Urlaube, nicht irgendwelche, was weiß ich, was Auslandsaufenthalte, sondern das Mitmenschliche, das einfach zusammen zu sein und das zu erleben. Geht das euch auch so, ich sage jetzt mal als Band, und merkt ihr auch das so im Austausch mit anderen Musikern? Ja, auf jeden Fall. Also du hast es ja gerade schon gesagt, gerade beim Clubraum ist es mir selber auch aufgefallen. Ich bin da ja jetzt schon im Clubraum nicht nur mit Three Wooden Strings, sondern auch schon mit anderen Bands länger dabei. Ja, das war übrigens auch so ein Effekt, wo ich sagen muss, der hat mich echt irgendwie an die Grenzen des Verständnisses gebracht.
Ich sah dann immer wieder vor meinem Mikro irgendwelche Leute, die ich schon mal irgendwo anders gesehen habe. Aber da hieß die Band noch irgendwie anders und so. Also von daher, das war schon eine coole Nummer da immer. Also genau. Und gerade im Clubraum ist es ja wirklich so, gerade auch vor dem Hintergrund der Contests, die dort immer abgehalten werden, dass zumindest mir persönlich und mit den Bands, mit denen ich bisher Kontakt im Clubraum hatte, es immer so gewesen ist, dass das Zusammenspiel der einzelnen Bands viel mehr im Vordergrund stand, als dass jetzt tatsächlich eine der Bands jetzt dann gewinnt. Natürlich freuen sich immer alle Leute darüber, wenn sie jetzt mit ihrer Band gewinnen, aber ich habe schon so tolle Erlebnisse gehabt, wenn irgendwie mal Technik nicht so funktioniert hat bei einer anderen Band, dann hat man sofort Hilfe bekommen und es war immer super unkompliziert, irgendwie sich abzusprechen, wer bringt jetzt welche Technik mit, das hat alles immer wunderbar geklappt und vor dem Hintergrund, ja, es ist einfach schön zu sehen, wenn man solche Zusammenarbeiten ja, einfach zusammenfinden und gut klappen. Und auch mit Threepwood Strings haben wir schon solche, ja, so ich nenne es mal Gemeinschaftsveranstaltungen mitmachen können, wo es dann einfach schön ist, wenn Musiker auch aus unterschiedlichsten Genres, also wir haben auch schon mit Rockbands zusammen auf einer Bühne gestanden. Das passt jetzt natürlich thematisch vom Genre her nicht so wirklich zu unserer Band, aber ja, man lernt halt auch immer nette Leute dabei kennen und ich bin immer wieder überrascht, wie toll das ist, mit anderen Musikern zusammenzuarbeiten. Ja, ich bekomme hier gerade noch eine lebenswichtige Frage rein an die Jana. Oh. Der Peter Westphal, Jana, wo warst du beim Friseur? Also wir klären das einfach mal später. Weil, ja, ganz genau. Schreib gleich eine PN. Ja, ganz genau. Es gibt gleich eine PN, damit wir hier keinen irgendwelche Probleme nachher bereiten oder so. Nein, nein. Ich habe zwei Töchter, ne? Die haben das. Ach, guck mal, wir kriegen hier einen Hinweis. Also zum einen Mike Marquardt schreibt, das ist ja Elend, sind bestimmt noch die alten Leitungen im ländlichen Fremdrop. So macht TV keinen Spaß. Aber Frank Kückelmann gibt uns den Hinweis, über Handy läuft es flüssig. Also von daher, ne, also liebe Leute, guckt doch einfach über Handy zu. Natürlich da, wo ihr hoffentlich selber dann auch einen vernünftigen Empfang habt, dann haben wir kein Problem. Peter, ich habe dir gerade einen Fingerzeig gegeben, weil genau an das anschließend, was der Robin gerade gesagt hat, wo wir über die Clubraum-Szene sozusagen und auch die Events gesprochen haben. Ich denke mal, Ähnliches wirst du von Maleo auch berichten können, wo es ja eigentlich um richtigen Battle geht, wo es ja auch darum geht, wer gewinnt nachher. Aber ich weiß von unserem Gespräch im Studio, dass du auch da erzählt hast, ja, auch wenn die alle in Anführungsstrichen Konkurrenten sind, ist es doch so, dass es einfach irgendwie ein tolles gemeinsames Happening ist und alle sind happy, an dem Abend dabei zu sein. Ja. Ja, das war eine Erfahrung, die wir haben ja jetzt den Maleo dreimal durchgeführt. Im nächsten Jahr starten wir im Übrigen mit dem vierten Maleo. Mhm. Eine Erfahrung, die wir da schon gemacht haben. Ne? Und der Maleo besteht ja immer so aus zwei Hauptveranstaltungen. Einmal aus den Auditions, wo die ja, Bands und Musiker, die so in die Endausscheidung gekommen sind, in einem Bühnenprogramm ja in Anführungsstrichen gegeneinander antreten und sich der Jury stellen. Und dann der Gala im Theater vor 800 Leuten, wo dann die große Performance stattfindet. Und wir haben schon bei den Auditions immer wieder gemerkt, die sind dann teilweise in den Pausen zwischen den Auftritten, haben die zusammengehockt. Und da sind dann teilweise sehr intensive Zusammenarbeiten auch daraus entstanden, über die eigentliche Veranstaltung hinaus. Und das ist doch das, was ja, bei solchen Events, egal ob das jetzt Clubraum ist oder Maleo ist, auch wirklich das Entscheidende, ne? Dass die Musiker zur Zusammenarbeit gebracht werden und gleichzeitig auch Spaß daran haben, vor großem Publikum aufzutreten. Mhm. Auch vielleicht mal natürlich ein gutes Beispiel dafür, was ich im Moment erlebe. Gestern war ich zum Beispiel in der Recklinghäuser Innenstadt, wo Einzelhändler sich jetzt zusammengetan haben, wo sie eine Plattform zusammen kreiert haben, weil einer konnte halt eine Homepage programmieren. Dann hat man ein eigenes Label entwickelt, was jetzt auf Tassen, T-Shirts und so weiter draufgepackt wird. Die Retterchen-Aktion haben sie es so nett genannt.
Auch das, finde ich, ist ja im Moment einfach so, dass der Mensch wieder ja im Endeffekt so als Antivirus aber ähnliche Tendenzen ja auch hat. Ne? Er guckt einfach, wie sind die Bedingungen und passt sich dann ganz schnell diesen Bedingungen an und sagt, naja, ich will jetzt nicht einfach nur dumm zu Hause sitzen. Die italienischen Balkonkonzerte waren sozusagen der Anfang. Da haben dann noch alle so ein bisschen gelächelt und gesagt, ja gut, wir sind jetzt keine Italiener. Ich weiß ganz genau, was ich da mal gesagt habe, ich werde jetzt auch bei mir in Recklinghausen Nord mal auf den Balkon gehen. Da habe ich meine Frau schon gesehen, die hat sich ganz schnell vor die Tür gestellt und mich nicht rausgelassen. Also das war jetzt mein Problem. Aber dann hat es hier halt andere Formen gegeben. Also man guckt sich das ab, man nimmt diese Impulse auf, wie ihr ja auch mit dem Projekt. Ja. Und um da jetzt so ein bisschen sozusagen auf die Mitte zu stricken, wie man das so schön hier im Ruhrpott immer sagt, wie geht es jetzt weiter mit eurem, ich muss immer noch gucken, MWDBD-Projekt, was ihr hier so schnell immer runterrattert. Wie geht es da weiter? Was ist da jetzt geplant? Ja, also außer den Versionen, die ja jetzt noch alle so in der Mache sind, ja. Gibt es da von euch noch so einen Blick über die Häuserkante, wo ihr dann sagt, okay, mal gucken, Next Step, was könnte man da noch alles rausmachen? Also wir haben, wie es so in der Corona-Zeit üblich ist, erstmal einen Fahrplan auf Sicht. Ne? Ja. Mhm. Und dieser Fahrplan auf Sicht sieht ja so aus, dass wir am Samstag die Version veröffentlichen wollen, um 16 Uhr. Da also bitte in den Kummer-Kanal sich reinschalten, da wird es als erstes veröffentlicht. Also Kummer-Kanal nicht mit ER am Ende? Nein, Kummer steht für Kultur und Musik in Marl. Das ist so eine Initiative, die wir vor einigen Jahren gegründet haben, mit Musikern hier und Kulturschaffenden in Marl, um sich etwas stärker miteinander zu vernetzen. Auf diesem Facebook-Kanal wird es als erstes gepostet, aber dann auch weitergetragen in die anderen Gruppen. Wobei wir hier sagen, wir werden nicht nur ein Musikstream dort veröffentlichen, sondern es wird ein Video. Und ein Video auch gepostet, das den Charakter dieses Projektes, glaube ich, mal ganz gut wiedergibt. Ich habe noch nicht viel gesehen, was Kevin und Robin und Fred da gezaubert haben an der Stelle, aber ich weiß, und wir haben uns sehr lange im Projekt darüber ausgetauscht, dass da intensiv auch über die Gestaltung, über die Art und Weise, wie der Song in Szene gesetzt wird, reflektiert wurde und da was gemacht wird. Also ihr könnt euch nicht nur auf 3 Minuten Musik freuen, sondern auch ja, auf ein bisschen drumherum und etwas zur Historie. Wir werden auch noch, das haben wir auch geplant, ein Making-of produzieren, wo wir so die Erfahrung aus der Zusammenarbeit in dem Projekt nochmal dokumentieren wollen. Das wird so ein 20 bis 30 Minuten langes Video sein, was dann auch diese unterschiedlichen Phasen nochmal ein bisschen stärker beleuchtet. Und natürlich die Version, die der Fred in Arbeit hat. Fred hat auch jedem Künstler, jedem Musiker versprochen, dass er so seinen eigenen File noch mal zur Verfügung gestellt bekommt als Musikfile. Ja, und dann geht es natürlich weiter. Ne? Wir wollen schon, und das war so der Ansatz, da haben wir uns in dem Projektteam sehr intensiv drüber ausgetauscht. Das, was wir jetzt hier angestoßen haben, mit machen wir das Beste draus, auch noch mal in die Zukunft fortführen und überlegen, natürlich, wie können wir das auch mal auf der Bühne performen? Mhm. Vielleicht sogar mit allen Musikern, die da beteiligt waren. Sehr schön. Das war ein Gedanke. Ist natürlich eine unheimliche logistische Herausforderung, aber wir gucken mal, wie wir das angehen. Sobald wir Klarheit darüber haben, wann wieder Großveranstaltungen stattfinden können, werden wir das Thema auf jeden Fall in Angriff nehmen. Und wir wollen diesen Impuls jetzt über machen wir das Beste draus auch nutzen, um die Kulturszene hier im Fest in Marl auch ein Stück weit zu beleben und hier wieder neue Impulse reinzubringen und die Zusammenarbeit wirklich fortzusetzen. Und wer weiß, was als nächstes Projekt kommt. Ich bin überzeugt, die ganzen vielen kreativen Köpfe, die wir dabei haben, haben viele, viele, viele Ideen. Zu dem Kernteam gehören Videografen, Fotografen, die Techniker hier, Musiker. Da steckt so viel Potenzial drin, da kommt was. Genau. Fred, dann von dir noch dein sozusagen Schlussstatement. Wir machen jetzt einmal so eine Schlussstatement-Runde, bevor wir dann nochmal ganz toll, zwar ohne Video und Bild noch, nur in den Ton mal ein bisschen reinhören. Ja, im Grunde genommen hat der Peter das meiste schon vorweggenommen. Wir haben einiges in der Planung, aber ihr kennt das ja auch, darüber reden und nachzudenken, was man machen will und was man dann tatsächlich auch umsetzen kann, sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Wir haben einiges in der Pipeline. Es geht im Wesentlichen um die Zusammenarbeit zwischen all den Musikern, die hier in der Szene rumtanzen. Bernd Westhoff hat das wunderbar kommentiert. Er hat gesagt,
du, unsere Szene ist viel größer, als man normalerweise denkt, weil man vielleicht jetzt endlich auch aufhört, in diesen Kategorien zu denken und zu sagen, das. Das Projekt zeigt allen Beteiligten auf eindrucksvolle Art und Weise, dass alle zusammenarbeiten können, dass so interfraktionelle Zusammenarbeiten kommen können. Und das ist genau das, was wir glauben, neben der Freude, mit all den tollen Menschen was zusammen zu machen. Das ist ja immer die Sache. Es geht immer um die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Und das ist das eigentlich wirklich Wichtige. Darüber hinaus, das Bewusstsein da ist, dass wir gemeinsam mehr auf die Kette kriegen, als wenn man es ganz alleine in seiner Bude macht. Und das ist, glaube ich, das Grundstatement, was man wirklich dazu sagen kann. Mhm. Jana? Ja, im Prinzip kann ich mich nur wiederholen. Das Wichtigste ist schon gesagt worden. Ich für meinen Part freue ich mich sehr, dass ich ein Teil von diesem Projekt bin und ein bisschen was dazu beitragen konnte. Ich hoffe, man wird am Ende sehen, was für ein unglaubliches Spektrum an Musikern wir hier im Fest haben und dass uns vor allem gelungen ist, hoffentlich diese ganzen unterschiedlichen Leute miteinander zu vernetzen, zu verknüpfen, irgendeine Art von Zusammenarbeit zu schaffen. Ich glaube, das wird am Ende auch ganz, ganz toll. Schaltet alle ein am Samstag. 16 Uhr. 16 Uhr. Ganz wichtig. Ja, Robin, du hast natürlich auch ein Schlussstatement, was du loswerden darfst aus deinem Home-Studio. Ja, ich habe leider nicht mehr sehr viel zu sagen, weil die anderen schon alles Wichtige vorweggenommen haben. Du hast jetzt locker 4 Minuten Zeit, dir was noch zu überlegen, also. Ja. Ja, ich kann mich nur meinen Vorrednern anschließen. Ich bin super froh, dass dieses Projekt geklappt hat. Ich habe ja auch vorher schon beim Säbel mitgemacht und einen kleinen Beitrag dazu beigetragen. Aber sowas jetzt selber auf die Beine zu stellen und dann auch zu sehen, wie hoch die Resonanz ist gerade. Also es sind ja super viele Leute dabei, die ich selber gar nicht kannte vorher. Das heißt also, für mich als Musiker ist es schon mal eine super Bereicherung, auch einfach mal zu sehen, was es sonst noch für tolle Musiker in meinem direkten Umfeld gibt, die man vorher überhaupt gar nicht wahrgenommen hat. Und das ist ja auch das, was der Fred schon sagte. Das ist das Schöne, dass man jetzt mal sieht, was kann man jetzt hier im Fest und in unserer Branche überhaupt an Zusammenarbeit auf die Beine stellen. Und da freue ich mich schon auf jede nur denkliche Form der Zusammenarbeit, die da in Zukunft noch auf uns zukommt. Ja, dann danke ich euch einfach allen Vieren. Ich habe euch jetzt nochmal alle hier so schön nebeneinander aufgereiht auf meinem Großbildschirm. Und Sandra Funke schreibt, ihr stimmt, am Handy geht es gut. Also von daher, ne, warum habt ihr nicht gleich alle Handy eingeholt oder mit dem Handy gemacht? Aber gut, vielleicht ist es auch, weil jetzt einfach schon große Teile der Sendung bei Facebook online sind. Für alle die, die sich, wie gesagt, wundern, wir hatten am Anfang so ein bisschen Probleme hier mit dem Rumruckeln. Und ich hoffe, die Facebook wird jetzt einfach die restlichen Pakete, die irgendwie zwischendurch auf der Strecke geblieben sind, noch dazu packen. Ansonsten, wir schauen es uns vielleicht nochmal an. Ich habe hier noch eine HD-Version auf meinem Tablet drauf, die wir ansonsten alternativ hochladen können und die wir auf jeden Fall bei YouTube auch hochladen. Ich danke euch natürlich, die ihr jetzt hier alle zugeschaut habt, die euch die Mühe gemacht habt, vielleicht mit ein paar Rucklern. Ich danke allen Vieren, die jetzt dabei waren. Es hat riesen Spaß gemacht und ich glaube, wir hätten jetzt auch noch länger hier uns über alle möglichen Trends und Möglichkeiten noch unterhalten können, die sich ergeben, auch in der Krise oder vielleicht gerade in der Krise. Und ich wünsche euch natürlich allen, bevor wir jetzt noch mal ein bisschen reinhören können in die Musik, eine gute Zeit, viele tolle neue Ideen, dass man neue Leute kennenlernt. Wir werden vielleicht diese Woche, Anfang nächster Woche auch etwas über ein kleines Filmprojekt erzählen können, das ich im Moment gerade mit einem Regisseur gestartet habe, wo wir mit ganz vielen Laienschauspielern hier einen Film drehen, gerade meistenteils natürlich bei den Leuten zu Hause, die drehen das sogar selber mit ihren Handys und da entsteht gerade ein ganz verrücktes Projekt, was so gar nicht möglich gewesen wäre, erst recht nicht, weil der Regisseur ansonsten eingebunden wäre in die Ruhrfestspiele und gar nicht gekonnt hätte und jetzt hat er sich auf den Weg gemacht und Josef, danke, vielleicht schaust du ja zu, dass du dieses Projekt mit Alois und mir zusammen jetzt auch machst
Und ich freue mich auch da riesig und stelle da einfach fest, wie vielfältig, kreativ und verrückt die Region hier ist und was man alles auf die Beine stellt, wenn man nicht sagt, nee, ja, wer weiß, wer will das denn sehen, wer will das hören, einfach machen. Und dann wird man ganz viele Leute mit auf den Weg nehmen. Und so ist es genauso bei diesem Song, denn das, was ich bis jetzt davon gehört habe, finde ich mega. Und ich will euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Ich wünsche euch noch eine tolle Zeit. Und ich hoffe, ihr habt es jetzt vermerkt. Ne? Also fetten Orangenmarker. Ja. Samstag 16 Uhr, 25. 16 Uhr. Da geht das Ganze online. Falls ihr erst um 16.05 Uhr einschaltet, werdet ihr nicht die Ersten sein, die den Song haben. Aber zumindest werdet ihr dann auch noch in den Genuss kommen. Und jetzt schon mal eine kleine Auskopplung. Ich hoffe, ihr drückt auf die richtige Fenster hier. In diesem Sinne, bis dann, schönen Tag noch und tschüss. Und jetzt kommt die Musik. Hallo, liebe Leute. Heute melde ich mich aus meinem Homestudio bei euch. Ich bin schon fleißig dabei für Machen wir das Beste draus, unsere Coverversion, die ganzen Tracks zusammenzubringen. Das meiste habe ich jetzt schon in dieser Session hier drin. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie der aktuelle Stand ist und euch einen kleinen Eindruck davon geben, was euch erwarten kann. Hört einfach selbst. Seh vor meinem Fenster den März durch Geisterstraßen ziehen. Was soll man machen? Der Frühling muss halt ohne uns blühen. Und ich denke an letztes Jahr, du und ich auf der Bank im Park. Bier kalt, den Kuss war warm. Auch wenn uns gerade alles wackelt und es Abstand braucht, rücken wir die Herzen eng zusammen. Machen wir das Beste raus. Ja, wir wollen an der Stelle natürlich auch noch nicht zu viel verraten. Ihr dürft aber auf jeden Fall gespannt sein. Ich sage euch, das wird großartig. So, die Mikros sind aus. Gut. So, sehr schön. Damit habe ich vergessen zu sagen, dass wir eine Grillfete machen. Ganz extrem.